Der islamische Staat, der in Wahrheit unislamisch ist. Die effektivste, grausamste und am besten ausgestattete Terrororganisation der Welt. Im Sommer dieses Jahres erstreckt sich das sogenannte Kalifat über ein Drittel des Irak und über fast die Hälfte Syriens. Doch der Vormarsch scheint sich seitdem deutlich verlangsamt zu haben. Der Gottesstaat ist ins Stocken geraten. Nach der Niederlage in Kobane an der syrisch-türkischen Grenze hat der IS nun auch die Stadt Sinjar an die kurdischen Peschmerga verloren und damit die direkte Verbindung zwischen ihren Hochburgen Mosul und Raqqa. Dabei halfen den Kurden die Luftschläge der US-geführten Antiterrorkoalition. Die Terroristen wollen den Kampf jetzt eskalieren lassen. Denn im Irak und in Syrien läuft es für sie längst nicht mehr so gut wie am Anfang. Attentate wie in Paris aus Verzweiflung, die unbestreitbaren Erfolge der Terrormilizen sprechen eine andere Sprache. Noch setzen sie sich vehement gegen die irakische und die syrische Armee zur Wehr und ab und zu gelingen ihnen sogar weitere Geländegewinne, etwa in der syrischen antiken Stadt Palmyra. Zeitweise konnten sie gar die Autobahn M5 erobern, die Lebensader des Assad-Regimes. Das Kalifat von Abu Bakr al-Baghdadi im Sommer 2014 ausgerufen, ist von allen Symbolen der Terroristen das Wichtigste. Sie werden es kampflos niemals aufgeben. Ein Strategiewechsel könnte aber zusätzlich verstärkte Aktionen überall da bedeuten, wo der IS dazu in der Lage ist, zum Beispiel in Europa. Langfristig ist das Ziel klar definiert. Die Gotteskrieger glauben, dass der islamische Staat keine Grenzen hat. Der islamische Staat endet da, wo seine Truppen enden. Was die Terroristen wollen, ist die Weltherrschaft. Selbst wenn Raqqa überrannt und der IS seine Hochburg an die Franzosen, Amerikaner, Syrer oder Rebellen verlieren würde, selbst dann wird es noch genug Anhänger geben, die vom IS-Virus infiziert sind. Es ist bereits eine ganze Generation von radikalen, ideologisch denkenden Kämpfern ausgebildet worden und es wird lange dauern, bis so ein Denken austrocknet. Auch finanziell lassen die Islamisten sich nicht austrocknen. Ihre Einnahmen sprudeln fast unvermindert, sei es aus dem Verkauf von Altertümern, von Geiseln oder von Rohöl. Je mehr Geld in die Hände der Terrormilizen gerät, auch durch Millionenspenden radikal denkender Muslime, desto stärker wird der IS und desto gefährlicher.